Abgeordnete Künzberger ist die Nächste zu Wort gemeldet. Bitte. Sie ist Bildungssprecherin der NEOS. Herr Präsident, Herr Vizekanzler, Frau Bundesministerin, werte Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuschauer und Zuschauerinnen auf der Tribüne und zu Hause. Das Lehrerdienstrecht ist ein Sinnbild und Ausdruck unseres bürokratischen Schulsystems. Und auch wenn einzelne Maßnahmen, die da jetzt drinnen sind, wie die Sommerschulregelung und auch, dass die Lehrkräfte zwischen Bezahlung und Zeitausgleich wählen können, beziehungsweise der Quereinstieg erleichtert werden soll, das sind sicher durchaus sinnvolle Einzelmaßnahmen, wird auch diese Reform und diese Novelle uns nicht weiterbringen. Sie haben nach wie vor keinerlei Antworten auf den drohenden oder schon da gewesenen oder da den drohenden Lehrermangel. Sie haben keinerlei Antworten auf, wie der zukünftige Lehrerarbeitsplatz ausschauen soll, ein moderner Arbeitsplatz. Und Sie haben auch keine Vision, wie Sie diesen Lehrerberuf attraktivieren sollen, damit eben nicht nur Quereinsteiger, wo der Minister ja schon gesagt hat, das werden einige wenige sein, wie Sie mehr und geeignete Personen in diesen Beruf bringen. Die Antworten vom Bildungsminister, von Ihrem Kollegen, sind ja immer sehr interessant, weil eigentlich sagt er immer nur, er schaut sich das an und er schaut sich es noch einmal an und dann überlegt er mal wieder, aber im Endeffekt hat er, seitdem er da ist, nichts geliefert und auch seitdem Sie in der Regierung sind, die Grünen in der Regierung sind, haben Sie auch hier in diesem Bereich überhaupt nichts zusammengebracht. Sie sagen dann zwar immer, naja, das ist halt die ÖVP, aber Sie sitzen auch in der Regierung mittlerweile und Sie sind Vizekanzler und Sie sind auch für die Beamten und damit auch für die Lehrer zuständig. Sie können auch für Veränderung sorgen. Und die Novelle an sich, die jetzt da liegt, war sowieso haarsträubend. Meine Kollegin Hildirim hat das ja schon gesagt. Eine Trägerrakete jagt die nächste, ein Abänderungsantrag jagt den nächsten. Es wird überhaupt nichts mehr in Begutachtung geschickt. Und wir kommen gar nicht mehr dazu, dass wir überhaupt alles durchlesen, was Sie da uns kurzfristig vorlegen. Was es braucht im Lehrerdienstrecht, ist nicht die x-te und x-te weitere Novelle, sondern es muss die Abschaffung dieses Lehrerdienstrechts kommen. Wir brauchen einen Rahmenvertrag. Wir brauchen autonome Schulen mit einem modernen Arbeitsvertrag, mit flexiblen also mit einem Rahmen, und dieser wird befüllt dann von autonomen Schulen. Und Sie haben natürlich große Schwierigkeiten, weil Sie, die ÖVP insbesondere, aber offensichtlich auch die Grünen, die Schulen in die Autonomie oder denen Autonomie zu geben, weil Sie offensichtlich den Lehrerinnen und Lehrern und den Direktorinnen und Direktoren nicht zutrauen, dass gute Entscheidungen am Schulstandort getroffen werden können. Und wir NEOS sind die Einzigen, die das glauben. Und wir glauben, dass gute Pädagoginnen und Pädagogen, dass es viele gibt und dass diese auch gute Entscheidungen treffen können und nicht immer nur darauf warten müssen, was das Ministerium oder der Bund vorgibt.